Ja, meine Damen und Herren, zu später Stunde noch die Beantwortung von Fragen und die Auflösung der Wiederholungsaufgabe. Es gab eine Frage, die mich erreicht hat, auf die ich kurz eingehen möchte. Da ging es um die Klarstellung zu den Zuständigkeiten des Prätors. Ich hatte ja gesagt, der Prätor Urbanus, der Stadtprätor, ist zuständig für Prozesse, an denen nur römische Bürger beteiligt sind, und der Fremdenprätor ist zuständig für Prozesse von Fremden. Er ist zuständig sowohl für Prozesse zwischen zwei Nichtbürgern wie auch für Prozesse zwischen einem Bürger und einem Nichtbürger. Das war die Klarstellung, die ich noch geben wollte. Also sobald auf einer Seite ein Nichtbürger, ein sogenannter Peregrine, beteiligt ist, ist das Ganze in der Zuständigkeit des Fremdenprätors, dann ergibt sich ja auch immer die Frage, welches Recht angewendet werden kann, weil das römische Jus Civile dann keine Auskunft geben kann. Und dann stellt sich eben die Frage nach Jus Gentium und Jus Naturae, die gleich auch in der Wiederholungsaufgabe eine Rolle spielt. Weil ich jetzt schon wieder lateinische Ausdrücke im Munde führe und die natürlich immer wieder vorkommen, möchte ich noch auf eine andere, mehr technische Frage eingehen, die schon vor ein oder zwei Tagen gestellt wurde, die ich versäumt habe zu beantworten. Die Frage, muss man für die Klausur lateinische Ausdrücke auswendig kennen? Da gilt eine einfache Regel, nämlich wenn Latein, dann richtig. Fast alle Ausdrücke haben ja auch eine deutsche Übersetzung. Statt Jus Gentium können Sie sagen Völkergemeinrecht, statt Jus Naturae oder Jus Naturale eben Naturrecht. Wenn Sie die lateinischen Ausdrücke verwenden, dann sollten Sie es richtig machen. Ich werde dazu noch eine Handreichung, wie man lateinische Ausdrücke richtig verwendet, ins Netz stellen. Aber auch jetzt schon gilt, Sie sollten Latein schreiben, wenn Sie es möchten. Sie brauchen das nur in sehr geringem Umfang. Das, was es an unverzichtbaren Wörtern gibt und das, was Sie, weil Sie es schöner finden, lateinisch schreiben, das sollten Sie richtig schreiben, also nicht verdrehen, nicht verwechseln. Das ist die Anforderung, was das Lateinische angeht. Und damit können wir uns der Wiederholungsfrage zuwenden und schauen dafür auf den Text. Der stammt diesmal aus einer Quelle, die hier mit Inst bezeichnet ist, 2.1.40. Auch durch Übergabe werden Sachen nach Naturrecht unser Eigentum. Denn nichts entspricht so sehr der natürlichen Gerechtigkeit wie den Willen eines Eigentümers, der seine Sache einem anderen übertragen will, gelten zu lassen. Und daher kann eine körperliche Sache, welcher Art sie auch sei, übergeben werden und wird veräußert, wenn sie vom Eigentümer übergeben wurde. Ja, dazu waren wieder verschiedene Aussagen darauf zu prüfen, ob sie richtig oder falsch sind. Die erste betrifft gleich die Frage, Quelle ist hier gemeint. Das war eine echte Falle. Die Frage war, der Text stammt aus dem Lehrbuch des Gaius. Das haben auch eine ganze Reihe derer, die, worüber ich mich sehr freue, die Aufgabe bearbeitet haben, angenommen. Aber wenn Sie noch mal genau schauen auf meine Erklärung zur Benennung dieser Quellen, dann sehen Sie, dass das Lehrbuch des Gaius mit Gaii Institutionis, Gaii Inst oder einfach nur Gaius bezeichnet wird. Wenn dagegen das Wort Inst alleine dasteht oder ein I, dann ist gemeint das Institutionenlehrwerk des Justinian. Und das, hatte ich auch schon darauf hingewiesen, ist zwar angelehnt an das Werk des Gaius, aber ist ein selbstständiges Werk, das als solches überliefert ist in den Sammlungen des Justinian, das erst in der Spätantike konzipiert wurde. Und diese beiden Werke sollten Sie sorgfältig auseinanderhalten. Also, wenn von Gaius, dann steht der Name des Gaius sicher dabei, Gaii Inst, Gaius oder sowas. Wenn nur Inst, IJ oder ähnliches dasteht oder einfach I, sind die Institutionen Justinians gemeint. Das kann man leider leicht verwechseln. Es sind auch in Form und Inhalt ähnliche Werke, aber eben doch zweierlei. Das heißt zugleich, wir müssen hier auch uns fragen, das kommt ja später noch, ist denn das nun etwas, was schon in unserer Epoche im klassischen Recht so war oder vielleicht etwas, was erst
bei Justinian so war, wie es hier geschildert ist. Die erste Frage war aber, was ist hier eigentlich gemeint, auf was für Gegenstände bezieht sich die Aussage? Das ist die Frage nach dem römischen Sachbegriff. Die wäre auch in einer rechtshistorischen Exegese, wenn Sie also nicht nur Fragen zum Text beantworten sollten, sondern selbstständig den Text erklären sollten, wäre das eine Frage, die man eingangs klären sollte. Was ist hier eigentlich der Anwendungsbereich? Denn gleich am Anfang steht ja, es geht um die Übergabe von Sachen und das Eigentum an Sachen. Da ist also eine Frage, was sind denn Sachen? Und lateinisch res. Und es liegt nahe zu denken, das ist das, was es nach dem BGB auch ist. Ich hatte Sie hingewiesen auf Paragraph 90 BGB. Danach ist eine Sache ein körperlicher Gegenstand. Und wenn Sie unseren Text genau lesen, sehen Sie, so sehen die Römer das nicht. Denn Sie müssen hier dazu sagen, dass das, was Gaius sagt, nur für körperliche Sachen gelten kann. Das ist sicherlich logisch, denn man kann zwar in gewisser Weise von unkörperlichen Sachen sprechen, das BGB tut das nicht, man könnte es aber, die Römer tun es, aber davon, dass unkörperliche Sachen übergeben werden, das kann man sich kaum vorstellen. Übergabe hat ja nun etwas mit Körperlichkeit zu tun. Deswegen also, die Römer kennen offenbar auch unkörperliche Sachen, sonst müsste der Institutionentext nicht seine Aussage ausdrücklich auf körperliche Sachen beschränken. Und daraus folgt eben, dass die Institutionen und das römische Recht im Allgemeinen einen weiteren Sachbegriff haben, der auch unkörperliche Sachen kennt. Dazu zählt der Institutionentext und übrigens schon Gaius zum Beispiel Rechte. Für das BGB sind Rechte keine Sachen, sie sind Gegenstände, aber keine Sachen. Und das BGB formuliert eben, dass nur ein körperlicher Gegenstand Sache ist. Man könnte also sagen, der römische Sachbegriff entspricht eher dem BGB-Begriff Gegenstand. Das BGB kennt körperliche und unkörperliche Gegenstände und die körperlichen nennt es Sachen. Das römische Recht kennt körperliche und unkörperliche Sachen. Ja, wir wissen also, es geht hier um Sachen im Sinne des BGB, um körperliche Sachen nach der römischen Terminologie. Und für die wird gesagt, sie können durch Übergabe übereignet werden und das sei eine Regel des Naturrechts. Das wirft die Frage auf, da wir ja wissen, das Naturrecht ist für die Römer nur die Auffangregelung, die dann gilt, wenn das eigene staatliche Recht, das Jus Civile der jeweiligen Civitas, für die Römer also das Recht der römischen Civitas, des römischen Staates, nichts anderes vorsieht. Sagt nun das römische staatliche Recht dazu etwas? Das kann man nicht diesem Text entnehmen, aber wissen, nämlich aus der letzten Einheit, wo wir gelernt hatten, es gibt für das römische Recht die Vorschrift über die Mancipatio. Das heißt, dass bestimmte Sachen, die res mancipi, übereignet werden können und müssen, prinzipiell durch das besondere Ritual der Mancipatio mit den fünf Zeugen, der Waage und so weiter. Das ist eine Regel des Jus Civile, nur für römische Bürger, das heißt aber eben, das, was nach den Institutionen nach Naturrecht gilt, gilt nach römischem Recht nicht. Es können solche Sachen nicht, es können nicht Sachen aller Art durch Übergabe übertragen werden, sondern für manche Sachen ist das Ritual Pflicht. Das kann ersetzt werden durch die Injurecessio, aber ganz ohne Ritual geht es nicht. Das führt dann gleich zur nächsten Frage. Das war die schwierigste Frage. Da könnte man vielleicht auch meinen, dass die Antwort andere war. Überdies hatte ich den bestimmten Artikel vergessen. Ich hatte geschrieben, der Text gibt Recht der klassischen Zeit wieder und Sinn macht die Frage nur, wenn man sagt, der Text gibt das Recht der klassischen Zeit wieder. Denn richtigerweise wird man sagen müssen, was hier steht, galt partiell auch in klassischer Zeit, aber eben nicht ausnahmslos. In klassischer Zeit galt für res mancipi, dass es ein besonderes Jus Civile gab, dass sie eben nicht durch bloße Übergabe übertragen werden können, sondern dass dazu das Ritual erforderlich ist. Für das klassische Recht ist der Text also zumindest keine vollständige Information, weil er diese Aussage unterschlägt und den Anschein erweckt, es gilt für alle Sachen die Regel des Jus Naturae, dass sie durch bloße Übergabe übertragen werden können. In Wirklichkeit war nach römischem Recht eine Sonderregel nach Jus Civile gegeben. Deswegen muss man wohl eigentlich sagen, diese Aussage ist falsch. Zumal ich mich aber noch verschrieben hatte und weil man es auch so sehen kann, dass hier über klassisches Recht informiert wird, aber unvollständig, könnte man die andere Aussage auch vertreten. Ja, letzte Frage zielt darauf, was ist denn nun eigentlich gemeint mit
Übereignung durch Übergabe. Wenn Sie den Text genau lesen, sehen Sie, dass das offenbar nicht so zu verstehen ist, dass jede Übergabe zum Eigentumswechsel führt. Das würde ja heißen, die Römer kannten die Unterscheidung von Eigentum und Besitz nicht. Wann immer ich meine Sache aus der Hand gebe, ist mein Eigentum weg. Wäre das so, dann wäre das Eigentum wenig wert, denn Eigentum ist ja gerade die Rechtsstellung an einer Sache, die man nicht so einfach verliert. Und natürlich gab es auch im römischen Recht die Möglichkeit, eine Sache zu verleihen und zu vermieten, das heißt, sie aus der Hand zu geben und das Eigentum dabei für sich zu behalten. Es kann also nicht so sein, dass jeder, der auch nur für kurze Zeit seine Sache einem anderen gibt, damit das Eigentum verliert. Das wäre kein Eigentum. Und die Römer kannten sehr wohl die Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. All das wird auch in diesem Text deutlich, denn wenn der Text sagt zwar zunächst, dass die Übergabe das Eigentum überträgt, aber dann wird weiter ausgeführt, das liege daran, dass mit dieser Regel dem Willen des Eigentümers, der seine Sache veräußern will, Rechnung getragen wird. Das heißt, gemeint ist eine Übergabe, die begleitet ist von dem Willen des Veräußerers, das Eigentum auf einen anderen zu übertragen. Dass dem auch der Erwerber zustimmen muss, versteht sich von selbst und damit haben Sie letztlich eine Regel, wie wir sie in § 929 BGB haben. Das heißt, Übereignung erfordert Übergabe mit dem Willen, die Sache einem anderen zu übertragen. Fehlt dieser Wille, dann ist das auch keine Übereignung. Wir werden das im Sachenrecht noch besprechen. Die Sache ist noch ein bisschen komplizierter, weil die Römer diesen Willen, das Eigentum zu übertragen, daran festgemacht haben, dass es eine wirksame Causa gab, also einen Grund für die Übertragung des Eigentums. Und damit haben sie, anders als wir das kennen, die Übereignung von der Wirksamkeit des Grundgeschäfts abhängig gemacht. Die Übereignung durch Traditio, durch Übergabe, ist also nicht abstrakt, sondern kausal. Anders als wir das einbügelhelmert bekommen für § 929. Das berühmte Abstraktionsprinzip gilt hier nicht. Es gilt in gewisser Weise bei der Übereignung durch Rituale, durch Mancipatio und in jure cessio, in jure cessio. Wenn die erfolgt ist, dann ist das Eigentum übergegangen, ganz egal, ob es ein wirksames Grundgeschäft gab. Bei der Übereignung durch Traditio, durch bloße Übergabe, ist das anders. Sie ist eben nach dem klassischen Recht nicht für alle Sachen überhaupt möglich, sondern nur für Sachen, die keine res mancipi sind. Und sie erfordert dann eine wirksame Causa. Das ist also ganz schön kompliziert und diese Frage war auch ganz schön anspruchsvoll. Die meisten haben es aber richtig gesehen. Ich freue mich also, dass diesmal noch etwas mehr Hörerinnen und Hörer die Wiederholungsfrage beantwortet haben und hoffe, es bleibt dabei. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses kurzen Durchgangs durch die Wiederholungsfrage. Vielen Dank.